kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Gothic 2 Lobos. Ach, Pieron ist doch hier, dann können wir auch gegen ihn kämpfen. Ich will dir in der Arena gegenübertreten. Lass uns herausfinden, was für ein Krieger du bist. Ich treffe dich in der Arena. Ja, ich bin gespannt. Hey, ich habe Titzka getötet. Beweise, Leo, beweise. Ich habe keine Beweise, aber ich habe ihn getötet. Er hatte sich in einem Haus beim alten Tempel versteckt. Oho, nein, nein. So funktioniert das nicht, Leo. Wir brauchen handfeste Beweise, sonst gefährden wir die Expeditionen und die Sicherheit. Besorg den Beweis, dann reden wir über deinen Lohn. Ich habe die Waffe verkauft. Muss ich die jetzt etwa wirklich zurückkaufen? Bei den anderen habe ich doch auch keine Beweise geliefert, oder? Zeig mir deine Ware. Ist dir die Waffe verkauft? Nee, das muss ich dem anderen verkauft haben. Bei ihm vielleicht? Zeig mir deine Ware. Hier hast du es. Ja, da muss der andere Waffenhändler sie haben. Ich könnte eine bessere Waffe gebrauchen. Klar doch. Woran bist du interessiert? Wie ist denn das Ding nochmal? Nee, ich glaube, ich habe das diesem Heini hier verkauft. Kann das sein? Zeig mir, was du da hast. Such dir was aus. Nee. Lass uns handeln. Wie habe ich das denn verkauft? Oder war das doch bei dem Typen unten? Ich könnte eine bessere Waffe gebrauchen. Klar doch. Ich glaube, die Waffe hat so 250 Schaden gemacht. Die ist hier nicht. Also da muss die ja unten sein. Naja, das ist ja mal wieder blöd gelaufen. Wie man es kennt. Lass uns beginnen. Wieso nutzt der keine... Bitte mach doch keine Laufattacke. Wieso nutzt der keine richtige Waffe? Wieso ist er hier am Cheaten? Trollest hatte er auch noch dabei. Darüber reden wir noch. Es kommt die Zeit für jeden. Von nun an bist du der stärkste Soldat der Legion. Wenn das so bleiben soll, darfst du dich nie auf deinen Lorbeeren ausruhen. Wahrscheinlich nur, damit ich sein Schwert nicht bekomme, ne? Hey, du! Ich kann nicht glauben, was ich gesehen habe. Du hast Pieron zu Boden gestreckt. Ich bin sehr beeindruckt. Von heute an bist du Arenameister und sicherlich einer der besten Soldaten unserer Legion. Denke weise über deine Belohnung nach. Weiß ich nicht. Ich nehme mal Schutz. Ich werde den Schutztrank nehmen. Man kann nie zu viel Schutz haben. Bitte, du hast ihn verdient.
Ja gut, dann wäre das auch erledigt. Ja, ich muss mal unten gucken, ob ich die Waffe da habe. Ob ich wohl noch eine bessere Rüstung bekomme? Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist das neue Schwert echt krass. Ich wollte mir eine Waffe abholen. Na dann los. Rote Königin. Muss ich das ernsthaft zurückkaufen, ne? Das ist echt scheiße. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, wenn ich die Dings abgeben will, die Quest, ne? Verstärkung holen. Da sollte ich vielleicht nochmal gucken. Ich rede da mal weiter mit ihm hier. Gucken, was er sagt. So habe ich mir den Dienst in der Legion nicht vorgestellt. Keiner von uns wollte sich in diesem Sumpf suhlen, Soldat. Wir sind nicht diejenigen, die die Dunkelheit in diese Welt gebracht haben. Aber wenn wir sie nicht kontrollieren, wird sie uns kontrollieren. Wir befinden uns im Krieg, verstehst du? Der Feind plant, sein ganzes Potenzial zu nutzen, um den Verstand aller Personen in der Mine zu übernehmen. Viele unserer guten Leute halten sich dort auf und unter ihnen Lord Focus. Vertraust du diesem Lord Focus? Hier kommen wir zum Kern des ganzen Problems. Unser Bote ist noch nicht mit dem letzten Bericht zurückgekehrt. Auch von der Protektorin Sabina, die regelmäßig Vorräte in die Mine lieferte, gibt es keine Nachricht. Mit anderen Worten, etwas Schlimmes geht dort vor sich. Vielleicht hat Lord Focus die Kontrolle über die Situation verloren. Warum hast du ihn in die Mine geschickt? Seine Aufgabe war es, die letzten Prozesse gegen die Sträflinge zu führen. Geh hinunter und finde heraus, was dort vor sich geht. Sprich mit dem Aufseher Ardalion und überprüfe die Handlungen von Lord Focus. In der Zwischenzeit wird Wrack vorsichtshalber ein Angriffskommando vorbereiten. Ich erhoffe mir einen genauen Bericht über die aktuelle Situation. Zu Befehl. Ja, alles klar. Ich werde nochmal aber jetzt durch den Sumpf reisen. Oh, wie witzig das immer ist, ne? Wenn das so anfängt zu ruckeln, der Held läuft dann immer auf der Stelle. Das war klar. Auf jeden Fall kann ich jetzt die Bestie, glaube ich, besiegen. Wenn ich diesen Trank reinwerfe, dann müsste ich das schaffen. Ich lad mal wieder neu. Und dann... die restlichen Gebiete noch untersuchen. Kann ich auch nochmal bei Linus vorbei. Aber ich glaube, ich gehe jetzt erst... Warte mal, habe ich da eigentlich auch eine Schnellreise? Hier an die Küste. Ja, das ist schon nützlich. Also wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann schaffe ich es nie. Gehen die Tür wieder nicht zu. Schade, dass das Vieh so stark gemacht wurde. Das macht gar keinen Sinn. Wahrscheinlich werde ich hier nichts Nennenswertes jetzt finden. Erstmal gucken, ob ich jetzt so Schaden mache.
Nutz nämlich ja den Trank. Ja, guck. Ja, jetzt Pillepalle, ne? Jetzt konnte er gar nichts machen. Das ist ja des Monsters. Ja, jetzt bin ich komplett OP. Zumindest bei diesen Kreaturen. Alles klar. Hector um diesen Gürtel interessiert. Warum Hector? Achso, weil Hector die Gürtel macht, okay. Hm, 200 Münzen, okay. Die Tür ging gar nicht zu, ne? Ja gut, dann wäre das auch endlich erledigt. Aber es war schön, jetzt nochmal so richtig stark wiederzukommen und endlich mal das Ding zu overpowern. So, dass es gar keine Chance mehr hat. Und das selbst ohne Trank, ne? So, mal gucken, was er jetzt hier sagt. Ist das wirklich wahr? Deine Bestie wird keinen Ärger mehr machen. Hör zu. Ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Du hast wahrscheinlich nicht einmal in den Tempel geschaut. Ich habe nachgesehen und die Bestie getötet. Und jetzt will ich meine versprochene Belohnung. Hast du dafür einen Beweis? Ich habe dieses Schwert gefunden. Tja, das ist Markus Schwert. Es tut mir leid. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie jemand wie du dieses Monster besiegen kann. Ich bin sehr beeindruckt. Mehr als Bewunderung könnte ich dein Gold gebrauchen. Es hat sich herumgesprochen, aber du hast dir das Gold verdient. Gib es weise aus. Cool, jetzt kann ich mir von dem Gold die Waffe zurückkaufen, damit mir Lord oder Hauptmann Galos glaubt, dass ich den anderen Typen Titzka getötet habe. Perfekt. Ja, ich hab's einfach vergessen, vorher abzugeben, ne? Ich habe Aufseher Wrack Bescheid gesagt. Ich sehe, er hat mir zwei Männer geschickt. Ich habe nicht so viel verlangt. Es reichte zu sagen, dass wir von Banditen überfallen wurden. Aber du musstest so schnell wie möglich alles ausspucken. Es ist gut, dass du dich herabgelassen hast, ihm überhaupt Bericht zu erstatten. Oh, heul doch, Linus. So ein Linus, ey. Weißt du, selber verarschen einen hier alle den ganzen Tag lang. Dann bist du einmal ehrlich zum Vorgesetzten. Und ist es doch gar nicht seine Schuld, wenn der andere einfach abhaut. Ja, das ist dann jetzt wohl der letzte Streifzug durch den Sumpf. Deswegen wollte ich das noch machen, bevor ich in die Mine gehe, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Mine dann auch langsam mal so, dass da das Late Game dann so langsam mal kommt. Also ich denke, wir sind schon im Late Game, ne? Aber ich meine, dass es so keinen Weg zurück gibt, zum Beispiel. Ja, wo kommt der denn her?
So, ich trage gar nicht meine beste Rüstung, fällt mir gerade auf. Hier draußen sollte ich die auf jeden Fall tragen. War interessant, die Banditen, die wollten sich hier wieder niederlassen, ne? Ja, das lief auch nicht so schön. Das Dämonische? Nice, die Ripper hauen wir jetzt auch gut weg. Und wenn ich die Waffe dann noch verstärke? Noch jetzt auch One-Hit, das ist doch schön. So, was ich noch fragen wollte. Was sollen wir eigentlich hier nachspielen, nach Lobos? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Also ich würde mir gerne in Zukunft nochmal die Nostalgic Edition angucken. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das im Stream machen will oder als LP. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Das ist schon lange her, dass ich die gespielt habe und das ist eine richtig coole Mod. Erweiterungsmod für Gothic 2. Ich bin aber auch zum Beispiel gar nicht so abgeneigt davon, um ehrlich zu sein, auch wenn Returning viele negative Punkte hat. Gameplay-technisch macht es sehr viel Spaß, aber das wäre auf jeden Fall auch eher was für den Stream, ne? Dass ich mir Returning nochmal angucke im Stream. Aber wenn ihr noch andere Mods kennt, ja, also Dirty Swamp würde ich gerne auch nochmal irgendwann im Stream spielen und so, aber vielleicht ein paar Vorschläge noch für LPs, so sagt mir gerne Bescheid. Jetzt bist du dran. Besessener Barbar. Hey, mach keinen Scheiß. Ja. Nein, die Zwillingsbrüder. Ist hier noch jemand? Krass, die sind schon fast so nett. Wenn ich die Waffe dann noch verbessere, ne? Thank you.
Ah, regnen die Erfahrungspunkte. Bin ich echt an dem Punkt angekommen, wo ich mich mal richtig stark fühle. Aber ich meine, wir sind ja auch ultra stark. Das sind so Werte hier, die könnte man ja im Gothic 2 die Nacht des Raben gar nicht erreichen. Die Werte sind zwar für so eine Mod wie Returning immer noch low, aber Returning ist ja auch sehr viel umfangreicher von der Spielzeit. Naja, was Returning auf jeden Fall hat, ist Wiederspielwert durch Charakterausbau, ne? Returning habe ich ja letztes Mal als Bogenschütze gespielt, / Geschicklichkeitsnahkämpfer. Und ich würde gerne, weiß nicht, so ein Nahkämpfer mit Zweihandwaffen zum Beispiel wäre interessant, oder Magier. Weil ich glaube, Returning ist eher was für den Stream, weil es einfach so lang ist. Deswegen, ja, tendiere ich dazu, zum Beispiel die Nostalgic Edition im EP-Format zu spielen. Und da gab es ja auch wieder Updates und so. Das ist halt eine schöne Gothic 2 Erweiterungsmod. Mit neuen Inhalten, vielen Inhalten von Acholos und so, aber seitdem ich letztes Mal die gespielt habe, boah, das ist auch schon wieder über ein Jahr her, ne? Zeit rennt. Da würde ich dann vielleicht mal als Bogenschütze spielen. Letztes Mal habe ich als Magier dort auch gespielt. Achso. Den Typi kann ich ja mal gleich besuchen. Für alte Münzen habe ich denn 300. Was hast du denn noch, Songo? Ohne der Erfahrung. Und der Wiederauferstehung. Mal die. Den Trank. Der Geschwindigkeit ist uninteressant. Achso. Nicht genug Münzen. Erhöht ihr Erfahrungsgewinn im Kampf um 50%. Ach du Scheiße. Hätte ich vorher mal gebrauchen können. Dieser ungewöhnliche Krank kehrt die Wirkung des Verzehrs großer Mengen von Sekret aus den Stacheln von Blutfliegen um. Ah, okay, cool. Also wenn ich mich irgendwann dadurch nicht mehr heilen kann, kann ich den trinken. Ja, das mit der Erfahrung, das ist ja mega nice. Wie lange hält das? 2 Minuten. Hätte ich das mal gewusst. Dann hätte ich mir das reingeballert. Für den Sumpf hier, ne? Aber ich kann das ja auch in der Mine nehmen. Ich denke, da werden auch starke Gegner sein, die viel Erfahrung geben. So, ich glaube, jetzt haben wir auch wieder komplett aufgeräumt. Schätze ich mal. Ja, die eine Quest, verfluchte Kostbarkeit, die kann ich ja nicht mehr machen. Wisst ihr, was ich mir auch wünschen würde bei Gothic? Dass man einfach Quest rauslöschen kann. Einfach für das Aufgeräumte. Dass man sagen kann, okay, diese Quest ist abgebrochen. Und dann kann die halt notfalls nochmal neu wieder annehmen oder eben halt auch nicht. Aber einfach die Übersichtlichkeit. Ich meine, jetzt bei so wenigen Quests ist das jetzt nicht so das Problem, aber so generell, viele Mods fügen ja auch sehr viele Quests hinzu und deswegen. Dann könnte ich jetzt das Schwert zurückkaufen. Heute kann ich noch abgeben. Aber ich hätte auch die Schnellreise nehmen können.
Aber jetzt auch egal. Mal probieren, ob ich jetzt alles habe, um das aufzuwerten. Man muss eben aufpassen, was man so macht. Wie läufst du denn rum? Gehörst du nicht mehr zu uns? Ja, ja, labern. Dann will ich nichts mit dir zu tun haben. Hey, du. Ich will meine Waffen aufwerten. Verbessere den Weltenspalter für mich. Unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich aus dieser Waffe noch etwas herausholen kann, aber ich werde es versuchen. Kommt morgen wieder. Bis dahin sollte ich mit der Arbeit fertig sein. Ich könnte mir sowas nie erlauben. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie gut er dann ist. Ich hätte das anders gemacht. Ich glaube, eine bessere Waffe gibt's auch nicht, oder? Hey, du! Ich habe die Verbesserung der Waffe fertig. Dies ist ein wahres Werkzeug der Zerstörung. Es ist die mächtigste Waffe, die unsere Legion je besessen hat. Dann herzlichen Glückwunsch zur Ernennung zum besten Schmied von Lobos. Du wirst im ganzen Königreich keine bessere Waffe finden. Das kannst du mir glauben. Acht Stärkepunkte zu wenig. Ja, gut, dass ich noch Lernpunkte habe. Das war genauso, wie du sagst. Gehe ich noch einmal kurz auf Wreck. Hey! Ich will trainieren. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Okay, dann muss ich zum Chef. Ich hätte auch meine Ausrüstung hier gerade abziehen können. Achso. Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Razorhaut. Der Kampf gegen sie ist nicht einfach. Oh, Alligatorenhaut. Oh, scheiße. Dies ist die Haut eines Rippers. Sehr gut. Gute Arbeit. Das hat er doch vorher gewusst. Meine Meinung will ja keiner. Zeig mir deine Ware. So, das hier kannst du auf jeden Fall haben. Ich glaube nicht, dass die Sachen, das hier. Ich glaube nicht, dass ich da muss. Alter, was war das für ein heftiger Sprung? Ich bin genau auf dem Mast gelandet. Gekonnt. So, jetzt muss ich diese doofe Waffe auch zurückkaufen. Ich wollte mir eine Waffe abholen. Na dann los. Ich schätze mal, das Ding ist gemeint. Wenn das jetzt nicht gemeint ist, dann weiß ich auch nicht. Was für eine Verschwendung. Hey, du! Ich habe Titzka getötet. Beweise, Leo, Beweise. Ich habe Beweise. Ich habe dieses Schwert bei ihm gefunden. Es ist noch kein Beweis, aber es ist schwer vorstellbar, dass er dieses wertvolle Schwert, das er übrigens einem unserer Männer gestohlen hat, verloren haben könnte. Gut gemacht. Endlich haben wir den Bastard aus dem Weg geräumt. Hier hast du das Geld. Yay, Minusgeschäft. Ich hätte das nicht gemacht. Hey! Ich will trainieren. Ich sehe, dass du bereits ein sehr erfahrener Kämpfer bist. Ich werde dir helfen, deine Fähigkeiten auf ein noch höheres Niveau zu bringen. Cool. So. Das ist auch mal eine dicke Waffe. 390, Alter, das ist der. Alter, was ist das für ein Schaden, ne? Abnormal. So, haben wir jetzt noch irgendwas zu tun? Rücke in die Mine? Nö, und das ist Biologen, aber das ist ja auch in der Mine. Das liegt doch auch da an. Dann würde ich mal sagen, ab in die Mine. Eine Mine. Warte mal, was liegt da noch? Eine Drachenwurzel! Eine Drachenwurzel.
So, jetzt erwarte ich aber eine freudige Begrüßung hier. Du bist hier nicht willkommen. Raus mit dir. Was läuft hier eigentlich? Hier ist nichts los. Geh zurück ins Lager. Raus. Ich bin auf Befehl des großen Neptun hier. Du wirst kooperieren. Oder willst du lieber vor ein Kriegsgericht gestellt werden? Ha, ha. Neptuns Einfluss endet genau hier. Du hast eine letzte Chance, die Mine lebend zu verlassen. Ich verfluche alle Götter. Ich will mit Lord Focus sprechen. Ja. Und was könnte Lord Focus von dir wollen? Ich erledige etwas für ihn. Ha, ha. Du lügst wie ein Hund. Neptun hat dich geschickt. Mach dich bereit zu sterben. Als ob ihr eine Chance gegen mich hättet, Kumpels. Sorry, Sanchez. Kann ich auch endlich gucken, was hier drin ist. Nice, Tränke. Der hat ja gar keine Rüstung mehr. Krass, die sind alle tot. Nein, sogar der alte Jorgenson-Koch. Ja, der ist ja interessant gestorben. Die 400 Stärke, die müssen wir aber noch knacken. Dietrich. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was willst du hier? Ich will da rein. Rote Steintafel oder Abmarsch? Ich habe eine rote Steintafel. Du kannst eintreten. Was? Ich will mit Adalion sprechen. Adalion ist nicht mehr hier. Ha, ha. Man hat dich aus dem Lager geschickt, du böser Spion. Oh oh. Nun, die sind ganz schön stark. Kann ich den Quartiermeister nicht besiegen? Okay, dann gehen wir hier also nicht hin, oder? Was willst du hier? Ich will da rein. Rote Steintafel oder Abmarsch? Ich habe eine rote Steintafel. Du kannst eintreten. Okay, dann darf ich auf jeden Fall nicht mit dem Typen sprechen. Schauen wir uns hier mal so um. Soldat. Ich wäre mir da nicht so sicher. Wer ist das? Das kann doch nicht. Auch nur normaler Soldat, okay. Dann. Meine Meinung will ja keiner hören. Buch der Erfahrung. Das war doch seine Entscheidung. Ich wäre mir da nicht so sicher.
Also das Schwert ist ja, also natürlich nicht so gut wie unseres, aber das ist schon noch ein gutes Schwert. Verstehe, verstehe. Von mir hat er das nicht. Ich könnte mir sowas nie erlauben. Wer ist das? Ich habe so einiges. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Muss es doch irgendwas geben oder muss ich halt direkt zurück und eigentlich Bescheid sagen? Wahrscheinlich schon, ne? Ohne den richtigen Schlüssel. Ja, Lord Focus hat wohl hier alle überzeugt, sich gegen Neptun zu stellen. Die Frage ist, die Leute hier könnten auch die Guten sein und Neptun könnte immer noch der Böse sein. Und Lord Focus ist eigentlich der, der den Fokus behält und der denkt einfach nur, dass wir so ein dummes Werkzeug sind, wieder von Neptun, und wollte uns deshalb aus dem Weg räumen. Ne? Also ich weiß noch nicht, wer hier der Gute und wer der Böse ist. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, dafür hatten wir den Schlüssel. Interessant. Nice. Halt. Wo willst du hin? Ich will da rein. Noch einen Schritt weiter und diese Treppe wird mit deinem Blut getränkt. Okay, dann gehen wir hier also nicht hin. Krass, dass wir auch jetzt alle einfach tot hier finden, ne? Ich hätte ja so gehofft, dass hier jemand noch vielleicht überlebt. Aber vielleicht hat ja noch jemand überlebt. Von den Leuten, die man hier kennengelernt hat. Wie sieht's aus? Und sieht es aus, als wäre alles in Ordnung? Sieh dich einfach mal um. Was ist hier passiert? Lord Focus hat die Kontrolle über die Mine übernommen. Seine Männer haben alle Sklaven und Wachen umgebracht, die nicht für ihn arbeiten wollten. Wenn sie merken, dass du nicht zu ihnen hältst, bist du tot. Wie konnte das passieren? Warum hat Lord Focus die Mine angegriffen? Du kannst nicht hierbleiben. Wenn sie mich mit dir reden sehen, bekomme ich eine Menge Ärger. Finde Thompson. Er versteckt sich irgendwo in einem Goldschacht. Geh jetzt! Ja, okay, dann suche ich mal Thompson. Schon wieder ein beklemmendes Gefühl.
Kann man das hier irgendwie aufmachen? Das ist ein Geheimgang, krass. Hat jemand von euch den aufbekommen? Und wenn ja, wo ist der Schalter? Das ist ja mal spannend. Oh oh. Der Priester der Finsternis. Oh, der arme Mauro. Was ist eigentlich mit dem Magier, der hier war? Der war doch mega stark. Hat er vielleicht überlebt? Ist dieser Cäsar noch hier? Ja, das sieht nicht. Wo muss sich dieser Thompson verstecken, ne? Wo? War doch jetzt eigentlich schon überall, oder ist er jetzt erst da oben, wo ich mit dem gesprochen habe? Die habe ich ja auch nie aufbekommen. Muss es ja auch irgendwo noch einen Schalter oder so geben. Ist er auch nicht. Oh. Äpfel, die können wir essen. Kriegen wir vielleicht noch einen Stärkepunkt. Der Typ sein. Ah, hier sind noch Leute. Halt, wo kommst du denn her? Ich bin auf Befehl des großen Neptun hier. Ich muss herausfinden, was hier passiert ist. Lord Focus ist durchgedreht und hat die Kontrolle über die Mine übernommen. Er hat Adalion getötet und Rangor hat seinen Platz eingenommen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Ich muss Neptun so schnell wie möglich davon berichten. Warte, du musst uns helfen. Rangor und der Rest der Soldaten sind in ihren Quartieren, aber da herrschen diese schwarzen Priester. Ich rühre mich keinen Zentimeter von hier weg, solange sie hier diese abscheulichen Rituale durchführen. Ich bitte dich als Wächter, löse dieses Problem irgendwie. Okay, ich werde die Schwarzmagier beseitigen. Da ist noch etwas anderes. Locke und seine Männer bewachen das Haupttor. Sie sind vollkommen verrückt geworden. Wir müssen sie loswerden, um die Kontrolle über den Mineneingang zu erlangen. Sobald die Magier hier raus sind, müssen wir sie zurückholen. Ja. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir einige Tricks zeigen, um deine Geschicklichkeit zu verbessern. Nee. Die Magier sind tot. Ein Problem weniger, aber die Situation hat sich nicht viel verändert. Ich brauche deine Hilfe, um das Haupttor aus Lockes Händen zu befreien. Locke und die anderen Wachen sind tot. Das Eingangstor ist frei. Hast du sie allein besiegt?
Dann musst du zum Quartier gehen und Rango aufhalten. Er hat eine Gruppe von Sträflingen von hier mitgenommen. Sie planen, sie für ruchlose Zwecke zu benutzen. Ich werde so schnell wie möglich zum Lager gehen und Neptun darüber informieren, was hier passiert ist. Beeil dich. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Na, du hast ja überlebt. Wie ist die Lage? Verdammt, was für ein Durcheinander. Die Wachen beißen ins Gras und die anderen drehen durch. Sobald es etwas einfacher wird, werde ich mich davon machen. Viel Glück. Bist du das, Leo? Was machst du denn hier? Hallo, Joe. Sie haben mich vom Lager her geschickt, um zu sehen, was in der Mine los ist. Eine schöne Rüstung. Aber nach dem, was ich hier gesehen habe, beeindruckt mich selbst dein Anblick nicht mehr. Kannst du mir sagen, was genau hier passiert ist? Seit einiger Zeit benahmen sich einige der Wächter merkwürdig. Das gleiche gilt für die Häftlinge. Das Schlimmste passierte gestern. Der Lord, der schon einmal hier war, kam in die Mine. Er und seine Männer begannen alle in die Ecken zu treiben. Sie brachten die Hälfte der Sklaven in Richtung der Militärquartiere. Ein paar Stunden später gab es einen riesigen Knall in der Mine. Ein Höllenlärm, sage ich dir. Alle drehten plötzlich durch und fingen an, sich gegenseitig zu bekämpfen. Mehrere schwer gerüstete Soldaten drangen in den Hauptschacht ein und töteten alles und jeden. Sie haben sogar ihre eigenen Leute umgebracht. Als ich das sah, wusste ich, dass ich mich verstecken musste, und zwar sofort. Dann tauchten diese Schwarzmagier auf und fingen an, mit den Leichen der Getöteten etwas anzustellen. Nur Thomson behielt seinen Verstand und blieb in dem goldenen Schacht. Solange ich lebe, habe ich so etwas noch nicht gesehen. Kumpel, ich will hier nicht sterben. Kannst du mich hier rausholen? Ich denke, es ist besser, wenn du eine Weile hier bleibst, bis die Situation unter Kontrolle ist. Im Moment ist es nirgendwo sicher, nicht mal draußen. Das war eine gute Idee, Leo. Pass auf dich auf, Joe. Das war eine gute Idee. Ja, dann sind jetzt vielleicht die Leute sterblich. Der Quartiermeister und so. Schauen wir mal. Was? Ich will Rangor sehen. Ich möchte mich dir anschließen. Du kommst aus dem Lager, was? Dann denk daran, dass Rangor hier jetzt der Aufseher ist. Er ist jetzt der Aufseher? Ardalion ist nicht mehr da, hörst du? Aber ich lasse dich nicht rein, bevor du nicht etwas Nützliches getan hast. Was gibt's zu tun? Eine der Wachen Thomson ist verschwunden. Finde ihn und bring ihn her. Ich muss mit ihm reden. Und was ist, wenn er tot ist? Dann hack ihm einfach den Kopf ab und bring ihn hierher. Was für ein Idiot. Und woher soll ich wissen, ob er es ist, wenn er tot ist? Du bist einfach zu dumm. Du musst ihn ein wenig kürzer machen. Am Kopf zum Beispiel. Nee, okay. Tja, da muss ich Thomson. Die Sache ist, Thomson ist abgehauen, ne? Ja, der ist noch hier. Hey, du! Bolo ist auf der Suche nach dir. Er hat mir gesagt, ich soll dich ins Quartier bringen. Na und? Das Eingangstor ist jetzt frei. Ich gehe ins Lager. Was ist mit Bolo? Wenn ich den Anweisungen nicht folge, werden sie mich nicht ins Quartier lassen. Was? Willst du etwa auf diese Verrückten hören? Die Aufseher müssen sofort darüber informiert werden, was hier passiert ist. Finde einen anderen Ausweg. Sie werden uns schließlich beide töten, wenn wir zusammen zurückgehen. Du willst, dass ich sie alle töte, um zu Rangor zu gelangen? Sag ihnen, sie sollen mich abholen. Wenn sie auftauchen, werde ich schon weg sein. Schließlich haben sie mich ja gerade geschickt. Dann merken sie auch, dass Locke und die anderen tot sind und werden versuchen, mich zu töten. Muss ich wirklich hierbleiben? Verdammt nochmal! Lass mich nachdenken.
Hast du eine gute Armbrust dabei? Irgendwas wird sich schon finden. Was hast du vor? Die Wachen wissen sicher schon, dass ich mich nicht von den höllischen Neigungen von Fokus habe beeinflussen lassen, da ich bisher nicht in den Quartieren aufgetaucht bin. Ziemlich sicher. Bolo wollte dich tot oder lebendig sehen. Dachte ich mir. Locke und die Eingangswachen sind tot, aber die dort wissen es noch nicht. Sag Bolo, ich wurde gefangen genommen und die Wachen wollen mich nicht an dich ausliefern, weil sie dir nicht trauen. Das sollte er glauben. Er war noch nie sehr klug. Er wird dann jemanden herschicken und ich werde ihn mit einer Armbrust erledigen. Bringt mir nur vorher eine anständige Armbrust. Mach eine gute Armbrust daraus. Ich will nicht zu viele Schüsse abgeben. Ich habe diese Armbrust hier. Armbrust übergeben, gib die Armbrust her. Hä? Die hier wird gut sein. Geh zu Bolo, du weißt, was zu tun ist. Na, wenn das mal klappt. Ich habe Thompson gefunden. Warum sehe ich ihn dann nicht hier? Locke hat ihn aufgehalten, aber er wollte nicht, dass ich ihn reinbringe. Thompson wollte abhauen und aus der Mine fliehen. Lass mich ihn nur sehen und ich reiße ihm die Eingeweide raus. Na und? Kann ich jetzt Rangor sehen? Willst du mich verhöhnen? Du hast bis jetzt nichts getan. Was muss ich also tun, damit du mich reinlässt? Okay, ich werde dir eine Aufgabe geben, die eines Kriegers würdig ist. Es gibt einen verlassenen Gang am Boden der Mine, in einem verschlossenen Teil der Mine. Wir haben da unten ein paar üble Crawler gezüchtet. Es ist schon lange her, dass sie Sträflinge gefressen haben. Jetzt, da die Sträflinge weg sind, werden die Crawler nicht mehr gebraucht. Geh da runter und mach sie platt. Moss wird dich durchlassen. Okay. Kommen wir jetzt endlich in den geheimen Bereich. Warum sitzt du hier rum? Das ist mein Auftrag. Lord Focus hat mir persönlich befohlen, auf dem Posten zu bleiben. Mir gefällt nicht, was er getan hat, aber es gibt kein Zurück mehr. Er und sein Gefolge von Priestern sind zu mächtig, um sich ihnen entgegenzustellen. Und wo ist er jetzt? Ist er durch dieses Tor gegangen? Wen? Focus. Ja, er ging mit zwei Soldaten hinunter in Richtung Höhle. Ich muss da rein. Lasst mich durch. Ich kann dich nicht reinlassen. Nur Caesar kann da rein. Es ist verdammt wichtig, dass ich reinkomme. Verstehst du das? Der Eingang ist verschlossen. Verstanden. Selbst wenn ich dich reinlasse, kommst du nicht in die Höhle. Wenn du da rein willst, sprich mit Caesar. Ich muss da runter. Öffne das Tor. Hat Bolo dich geschickt? Er will, dass ich die Crawler töte. Sie sind hungrig und könnten eine Bedrohung darstellen. Wenn das so ist, lasse ich dich rein. Aber sei vorsichtig und nähere dich nicht der Wache da unten. Er wird jeden töten, der versucht, die Höhle zu betreten. Was ist denn da drin? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie da. Los, geh und töte diese Crawler. Oh, vielleicht kann ich ja die Wache töten und dann auch weiter. Ziemlich groß hier. Jetzt gucken, ob hier irgendwas ist. Leo schneller. Hier sind ja gar keine Crawler, ne?
Ein violettes Leuchten wirft einen Schatten auf die gewölbte Kammer. Wie sieht's aus? Kehrt um, sofort. Du bist nicht befugt, weiterzugehen. Was ist hinter dieser Tür? Ich werde es nur einmal sagen, kehr um, Soldat. Ich werde jeden töten, der es wagt, ohne Erlaubnis weiterzugehen. Wenn das so ist, dann versuch mich aufzuhalten. Eindringling. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Aber wo sind denn die Crawler? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ach, hier ist noch ein Weg. Hier sind die Crawler. War's schon? Das waren die Crawler? Okay. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass hier richtig viele Crawler sind. Wirkt fast so, als hätte man vergessen, hier welche zu platzieren überall. Tja, dann schaue ich mal, ob Bolo zufrieden ist. Ich habe die Crawler getötet. Kann ich jetzt endlich rein? Ich hätte einen alten Minenkumpel ja umsonst reingelassen, aber du hast dich an die Legionäre aus dem Lager gehängt. Die sind hier nicht willkommen, also musst du eine Entschädigung zahlen. 1000 Goldstücke und du kannst eintreten. Hier hast du das Gold. Zeig dem Wärter diese Tafel und er wird dich reinlassen. Ich hole mein Gold auf jeden Fall wieder. Kannst du aber wissen. Ich will da rein. Noch einen Schritt weiter und diese Treppe wird mit deinem Blut getränkt. Lass mich rein, ich habe einen blauen Pass. Du kannst eintreten. Darf ich hier dran? Jerusalem. Naja, ich würde sagen, in der nächsten Folge finden wir dann heraus, was die Boys hier vorhaben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Die Stunde ist, die Stunde ist.